Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Breath of Fire 3. Für mich beginnt heute nach längerer Pause mal wieder eine neue Aufnahmesession und ich habe einiges heute vor, unter anderem auch gekoppelt an das ein oder andere Backtracking-Thema. Aber wir fangen jetzt erstmal ganz von vorne an, denn ich bin auch offscreen wieder ein bisschen umtriebig gewesen und ich wollte deshalb hier draußen in der Oberwelt starten, damit ich euch das mal zeigen kann. Ich muss noch wieder kurz überlegen, weil ich jedes Mal durcheinander komme. Aber Peko und Nina haben Stufe 40 erreicht. Das hat ewig lange gedauert. Ich glaube, das war auch die letzte Level-Session, Leute. Also ich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch drüber hinausgehen muss, weil das war schon sehr, 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 sehr zäh. Und ich habe die jetzt nichtsdestotrotz auch mit neuem Equipment ausgestattet. Ich muss mal kurz gucken, weil ich mir beim letzten Mal ein paar Notizen gemacht habe. Nina hat übrigens auch Mjölnir gelernt zwischenzeitlich. Ich habe für Nina und Peko neue Waffen gekauft. Ich habe beim Trainieren einen Nebelpanzer von dem Gegner Nebelmann erhalten, den jetzt aktuell Ryu trägt, der demzufolge scheinbar ganz gut war. Ich bin so dankbar, dass ich mir meine Notizen gemacht habe, weil ich weiß jetzt alles gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist er hier. Heiligt Rüstung steht da und der hat vorher, glaube ich, den Drachenpanzer getragen. Würde ich jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit behaupten und ja, der ist ein bisschen besser. Also gerne ein weiterer Drop, wobei ich gerade gar nicht weiß, ob andere diesen Nebelpanzer auch tragen konnten. Auf jeden Fall hat der den jetzt und was habe ich mir noch notiert? Ich habe im Zusammenhang mit meiner Level-Session, das ist jetzt eine kleine schlechte Nachricht, auch den Gu-König einmal besiegt. Das ließ sich nicht, also es ließ sich schon vermeiden, aber mir war schon klar, dass wenn man den bekämpft und ich habe dafür jedes Mal Verschwörung. Genau, ich habe Verschwörungen eingesetzt. Neuer Gegner? Ja, hallo, neuer Part. Das fängt ja sehr interessant an mit uns beiden. Warum gibt es jetzt hier auf einmal einen neuen Gegner? Und der startet mit Mjölnir. Was ist denn das für ein Start in die Folge und in die Session? Okay. Okay. Das ist sehr interessant. Der heilt sich mit... Was ist hier gerade los? Ist hier irgendwie eine versteckte Kamera installiert? Also so krieg ich den nicht down. Was passiert hier? Ey, wenn das ganz normal im normalen Partverlauf passiert wäre oder an einem Ort, den ich jetzt zum ersten Mal besuche, okay. Aber das ist beides nicht der Fall. Ich check gerade die ganze Situation nicht. Okay, warte mal. Weil mich jetzt interessiert auch, was der droppt. Werde ich jetzt mal die ganz harten Geschütze ausfahren. Jetzt bin ich hier natürlich nicht so drin. Ey, ich wollte noch voll viel zu Introduction sagen und jetzt werde ich hier schon wieder voll rausgerissen, ey. Bin ich voll konzentriert und vorbereitet und dann kommt so ein Drecksgegner aus dem Nichts und macht alles kaputt. So, warte mal, was habe ich zuletzt immer... Ach doch, eine Sache wollte ich noch. Warte, wie komme ich hier wieder raus? Raus. Ich habe zum ersten Mal auch das hier registriert, als ich versucht habe, diese King Goose zu... Nee, wie hießen die? Königs Goose, King Goose. Warum englische ich das ein? Ich habe mir aufgeschrieben, wie die heißen. Gu-König. Gu-König heißen die. In dem Zusammenhang habe ich mich auch hiermit mal ein bisschen auseinandergesetzt. Und zum Beispiel diese Kombination hier abgespeichert. Ihr hattet mir das vor Urzeiten auch mal in die Kommentare reingeschrieben. Und ich habe das... einmal zur Kenntnis genommen, dann in der nächsten Session hat sich die Gelegenheit nicht ergeben. Ich verstehe nicht, was das soll, dass die einem jetzt hier so einen Gegner vor die Nase setzen, der jeden meiner Charaktere one-hittet. Was ist denn das bitte für ein kranker Start in den Part? Ich check gerade wirklich gar nichts. Ich würde den gerne einmal besiegen, damit ich beim nächsten Mal eine Gesundheitsleiste habe. Und damit ich sehe, was der einem droppt. 1700! Das hat er überlebt. Ernsthaft. Was ist denn Segnen? Und vor allen Dingen, warum segnest du uns? Hä? Hä? Ich bin gerade komplett ahnungslos, was das hier soll.
Ich verstehe gerade 0,0% von dem, was hier gerade auf dem Screen passiert, aber okay. Okay, also der one-hittet uns und der belebt uns aber auch wieder. Das ist ja prinzipiell ein interessantes Gleichgewicht. Würde der auch Ryu töten, wenn Ryu jetzt getroffen werden würde? Eigentlich dürfte ich den jetzt gar nicht killen, bis der Gar wieder zurückholt, weil der scheinbar auch diesen gelben Zustand einmal entfernt. Das war zumindest bei Ray und Gar gerade eben der Fall. Also, boah, ey, ich habe schon wieder nur Chaos in meinem Kopf. Ey, da willst du einmal in geordneten Bahnen hier irgendwie mal wieder sinnvolle Dinge tun und dann kommt hier so ein Meister, Master Mage um die Ecke. Jetzt hat er sich schon wieder hochgeheilt. Wie viel Energie hat der denn? Also ich glaube, ich werde heute nichts anderes machen, als mich mit dem Gegner hier auseinanderzusetzen. Dem hatte ich jetzt eigentlich so viel Zeit nicht einräumen wollen. Kommt jetzt Gar wieder zurück oder was war das nochmal? Nee. Ah, nee, das tötet Ray. Okay, alles klar. Hat ja super funktioniert. Keine Ahnung, was das werden soll und wie lange das dauert. Mein eigentlicher Plan für heute war übrigens, um das auch nochmal aufzugreifen. Ich wollte die Meister nochmal besuchen, weil ich das jetzt so oft in den Kommentaren auch gelesen habe und mir dachte, wäre vielleicht mal ganz sinnvoll. Zuletzt habe ich das im Zusammenhang mit Momo auch gelesen. Ich muss dazu sagen, ich bin gerade sehr weit in der Vorproduktion, weil ich für Weihnachten ein bisschen was an Bonusvideos vorbereite und dadurch mir ein bisschen Zeit freischaufeln muss. Ich krieg den nicht klein. Ich will den aber klein kriegen. Ich flüchte jetzt. Weil jetzt habe ich die komfortable Situation, dass keiner gelb ist, glaube ich. Das heißt, wenn ich jetzt einmal vor die Tür gehe, um zu übernachten, dann sollte alles wieder gut sein. Und eigentlich würde ich es begrüßen, dem jetzt nochmal über den Weg zu laufen, weil dann weiß ich, dass ich von Anfang an volles Kanonenrohr auf Angriff gehe. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie unterbinden kann, dass der sich heilt. Vielleicht, wenn man den irgendwie zum Einschlafen bringt oder so, aber spätestens, wenn du dann einmal zuhaust, ist der ja auch wieder wach. Deswegen fehlen mir gerade so ein bisschen die Mittel. Und wenn das jetzt irgendwie so ein krasser optionaler Ort wäre oder so, dann hätte ich auch gesagt, ja, schwamm drüber. Vielleicht bin ich noch zu schwach, aber das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Ich wette, es gibt noch eine Verwandlungskonstellation, mit der ich deutlich mehr Schaden mache, wo ich den auch one-hitten würde. Vielleicht wäre das auch ein ganz guter Gegner, um sich mal auszuprobieren. Also heute wird, glaube ich, eine komische Folge, Leute. Wir sind auf jeden Fall nicht mehr gelb. Das war mir das Wichtigste. Ich tue jetzt mal so, als wären wir dem nie über den Weg gelaufen. Und ich werde es jetzt nicht drauf anlegen, dem nochmal zu begegnen. Aber wenn er kommt, dann probiere ich es nochmal. Und dann werde ich mir vielleicht auch mal weitere gute Kombinationen einfach mal abspeichern. Mich ärgert so ein bisschen, dass ich diese Möglichkeit, das zu tun, zu spät auch erkannt habe. Und mir ist jetzt, als ich offscreen nochmal in Ruhe im Camp geguckt habe, ist mir auch zum ersten Mal so richtig, richtig bewusst geworden, dass du auch eine Ingame-Beschreibung hast, wo sich die Meister befinden. Ich wollte nämlich jetzt nicht nur meine bestehenden Meister abchecken, sondern Nina zum Beispiel jetzt auch auf, wie heißt der, auf Emitai oder so? Ja, auf Emitai umswitchen, den man im Bereich um die Downer-Hügel irgendwo findet. Und da gibt es noch ein bisschen Optimierungsbedarf. Und ja, mir ist klar, dass ich den Großteil schon verkackt habe, aber ein bisschen was ich noch retten kann, das versuche ich jetzt an der Stelle zu retten. Wie kam ich jetzt nochmal nach Windia? Ich habe keine Ahnung. Dieses Ding hier, ne, mit Ziel gesperrt, was mich das damals an Irritation gekostet hat und an Nervenkrieg und Unverständnis vor allen Dingen. So ein simples Thema. Ich muss das echt im Hinterkopf behalten. Also ich hatte jetzt den... Ich muss erstmal gucken, wo ich bin. Das ist auf jeden Fall nicht Windia, oder? Doch, das ist Windia. Hier wollte ich eigentlich hin. Ich weiß gar nicht, gibt es in Windia nur den Teleporter hier im Schloss. Das ist nämlich immer mit ein bisschen Lauferei verbunden, aber das mache ich jetzt wahrscheinlich einmal und dann ganz lange nicht mehr. Ich hänge hier irgendwie fest, hä?
Ich kam gerade nicht nach oben. Ich komme hier nicht nach oben. Es könnte einen Auflauf geben, wenn ihr dort hochgeht. Ach so. Was ist das denn für ein Scheiß? Dann komme ich ja hier gar nicht weiter. Aber es gab auch... Moment, es gab auch einen Teleporter bei Durandal oder wie der hieß. Und über diese Hütte komme ich ja hier in die Gegend rein. Es ist so kompliziert hier von den Bezeichnungen auch, die man sich da auswählen kann. Ich weiß nämlich nicht, was jetzt hier Durandal ist. Könnte das eventuell Kolonie sein? Keine Ahnung, das probiere ich jetzt auf jeden Fall als nächstes aus. Ja, und das ist halt der Grund, warum ich das nicht regelmäßig mache, ne? Also wenn du das normal spielst, Breath of Fire 3, dann hast du ja die Zeit und die Muße, um dir das in aller Seelenruhe anzugucken. Aber hier geht für so eine Aktion in Anführungsstrichen mal eben mal alle Meister ablaufen. Ein ganzer Part einfach komplett drauf. Und das ist schon ein relativ großes Opfer, finde ich. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass viele das eben nicht sehen wollen und... Ich bin da sowieso tiefenentspannt. Ich habe ja schon öfter gesagt, dass ich wahrscheinlich die langsamste Gamerin auf der Welt bin, weil ich mir so viel Zeit nehme, wenn ich privat spiele. Also wenn ich wirklich alles eins zu eins so handhaben würde, wie ich das in meinem privaten Durchgang mache, dann würden die Let's Plays wahrscheinlich allesamt doppelt so lange dauern, weil ich mich schon dabei ertappe, wie ich so ein bisschen auf die Tube drücke, auch wenn ich mir immer vornehme, das zu vermeiden. Und wie ich verzichte auf langwierige Dinge nochmal zuzugehen und das mal zu checken hier und da. Das mache ich halt privat schon. Da habe ich eine Engelsgeduld, das würdet ihr mir alle gar nicht zutrauen. So. War ich hier nicht irgendwo Mygas? Ich komme jedes Mal durcheinander mit dem. Ich hätte schwören können, der war hier. Aber der war auf jeden Fall nicht weit weg, oder? Ich weiß nicht mehr, wo Mygas war. Hier. Nee, das ist doch Yggdrasil. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke einfach mal. Das war gerade sowieso total sinnbefreit, weil ich dafür erstmal Nina ranholen muss, richtig? Ich wollte nur gucken, ob Mygas hier wirklich ist. Nee, ist er nicht. Ehrfurcht überkommt dich, wenn du den... Ja, es... ja... Ist alles umständlich. Es ist alles umständlich. Aber zu Yggdrasil wollte ich eigentlich gar nicht. Jetzt habe ich den aber vor der Nase. Das heißt, das nutzen wir dann gleich. Dass du auch immer vor die Tür gehen musst, um deine Leute nochmal anzupassen. Aber gut, wie gesagt, der Part, der wird anders sein als die anderen. Das muss man einmal akzeptieren. Und dann gehen wir beim nächsten Mal wieder in gewohnter Weise weiter. So, Ray, jetzt musst du einmal kurz deinen Platz räumen. Damit wir gucken können, ob Peko hier irgendwas Neues lernen kann. Und da muss ich gleich einen Cut setzen. Ey, ich hätte bei Mygas war ich mir mit am allersichersten. Mygas habe ich jetzt gar nicht mehr nachgeschlagen, weil ich mir sicher war, dass er da war, wo ich gerade hinlaufen wollte. Bei den anderen habe ich jetzt tatsächlich nochmal nachgeguckt. In deinem Herzen halt eine Stimme wieder. Ob es die Stimme Yggdrasils ist? Einst hatten wir ein Bündnis der Weisen, doch jetzt... Ist die Welt zugrunde gerichtet und was ist aus uns geworden? Ja, lerne ich jetzt nichts? Nee. Scheinbar nicht, okay. Keine Ahnung, ob das mit Yggdrasil und Peko jetzt noch so viel Sinn ergibt. Aber es gibt ja auch mehrere Yggdrasils. Vielleicht lerne ich nur was von einem anderen. Weiß nicht, woher soll man das wissen? I don't know. Auf jeden Fall war dieser Besuch hier gerade maximal überflüssig. Ich gucke jetzt, wo ich Mygas finde und reg mich jetzt schon auf. Ja, ich bin schon wieder maximal dumm oder kurzzeitgedächtnisbehaftet gewesen. Wahrscheinlich eine Kombination aus beidem. Der ist nämlich in der Nähe vom McNeil-Dorf. Also hier brauche ich gar nicht zu gucken. Aber wir sind, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, nicht allzu weit entfernt von Momos Meister. Beziehungsweise Meisterin. Und das ist mit das Spannendste, weil ich das ja auch in den Kommentaren empfohlen bekommen habe, da mal vorbeizuschauen. Das heißt, da bin ich mir gerade relativ sicher, dass da irgendwas Neues gleich passieren wird. Und also beziehungsweise, dass wir da irgendwas lernen müssen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, brauchte ich... Ach, ich brauchte Peko, ne? Um... Na gut, dass mir das jetzt noch eingefallen ist. Er musste ja den Stein ins Wasser kicken. Oh mein Gott, das wird schon wieder auf 10.000 Versuche hinauslaufen. Auch weil ich nicht warm gespielt bin. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen.
Diesmal versuche ich auch wieder aus den Kämpfen zu fliehen. Ich stelle mich jetzt mental schön und entspannt darauf ein, dass das manchmal nicht klappt mit der Flucht, Nigoya. Das weißt du inzwischen. Ärgere dich darüber doch nicht, wenn du das eigentlich kommen siehst, okay? Es kommen nämlich bestimmt wieder irgendwelche Schleimviecher. Aber wenigstens weiß ich hier wenigstens. Wie wäre es noch mit dem dritten wenigstens? Wo ich den Meister antreffe. Das ist schon mal die halbe Miete. So, jetzt lass mich mal kurz überlegen. Dreieck war hier die richtige Passe. Machen wir einmal Platz für Meister Peko. Für unsere Superzwiebel. So, und dann hoffe ich mal, dass das, jawohl, im First Try funktioniert. Gucken Sie mal an. Was ist denn da los? Hä? Da hinten ist ein Säckchen. Aber die respawnen, glaube ich, jedes Mal, oder? Ich glaube, das ist nichts Einmaliges. Achso, ich kann mich wieder bewegen. So, dann hol dir mal was Schönes ab, Momo. Wir haben auf euch gewartet. Momo scheint viele unserer Geheimnisse zu lernen. Hier ist noch eins. Momo hat Charme. Was ist denn das für ein Wort? Das schreibt man eigentlich mit CH. Das ist bestimmt eine Abkürzung für Scharmützel oder so. Es gibt so viele Dinge, die wir euch zeigen können. Ja, zeig mal. Ja, zeig's Momo. Wer möchte ein Lehrling werden? Achso, das war darauf bezogen. Tschüss denn. Ja, selber tschüss. Danke auf jeden Fall. So, ich will einmal gucken, was ich jetzt gerade gelernt habe. Ich hoffe, dass das ein Kürzel für Scharmützel ist, weil das klingt schon relativ verheißungsvoll. So, das ist auf jeden Fall nicht bei Angriff. Erhöht mög Objekt zu finden. Das soll das Geile gewesen sein. Also ich finde das jetzt nicht so geil. Also haben wir dann, weiß ich nicht, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner irgendwas droppt? Oder ist das irgendein Skill, den ich gerade hart unterschätze? Aber der ist ja ausgegraut. Das heißt, ich kann das nur im Kampf einsetzen. Und da weiß ich nicht, was mir das bringen soll. Aber vielleicht kommt man darüber irgendwie an Super-Equipment ran oder so. So, das Beutelchen muss ich... Oh, wir bekommen sogar Eiweiß gesponsert. Ja, geil. Warte mal, das flößen wir uns mal direkt wieder ein. Ich habe in Gedanken übrigens diesen Magier noch nicht verdrängen können, der uns hier am Anfang der Folge begegnet ist. Mein Wunschszenario für heute ist, alle Meisterthemen abzuhaken, die ich auf der Uhr habe. Und danach diesem Magier einmal entgegenzutreten und dem so richtig die Leviten zu lesen. Und ich glaube, ich habe dafür eigentlich auch genau, also jetzt gerade nicht die richtige Truppe, aber ich hatte sie vorhin. Ich bin am Anfang nur zu vorsichtig gewesen. Und ich muss mehr Drachenkombinationen ausprobieren. Warte mal, ich will nur ganz auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass man die nochmal ansprechen muss. Auf diesem Wege. Um noch was zu lernen. Ach. Ey, Gott sei Dank bin ich nochmal zurückgegangen. Ey, das war, ich glaube, das war gerade der Inbegriff von Intuition. Hier ist noch eins. Momo hat Schattenlauf gelernt. Es gibt so viele Dinge, die wir euch zeigen. Nein, ich wollte eigentlich da raus aus dem Menü. Diesmal wusste ich ja, worauf das hinausläuft. Okay, Momo. Meine liebe Momo, so umstritten, wie du anfangs warst, so gern habe ich dich jetzt. Was hast du denn da gerade gelernt? Warp-Angriff. Mächtiger Schlag. Ja, wird wahrscheinlich geil sein, oder? Ist es das? Also mich würde halt interessieren, worauf der Kommentar abzielte. Der meinte, dass ich mich freuen werde. Also der Schattenlauf, wenn das für Lauf stehen soll, der macht mich auf jeden Fall mehr an als dieses komisch geschriebene Charme, was wir da oben lesen. Wir haben auf euch gewartet. Momo scheint viele unserer Geheimnisse zu lernen. Noch was! Kriegsruf oder Kriegerruf. Es gibt so viele Dinge, die wir euch zeigen können. Ja, das ist jetzt immer der gleiche Fehler. Ich bin gerade voll begeistert. Also hier für Momo hat sich das auf jeden Fall tatsächlich sehr gelohnt. Ist das die gleiche Kategorie wieder? Ja, guck mal, sie lernt hier lauter Fähigkeiten. Erhöht Kraft aller Ziele. Das ist geil. Das ist richtig geil. Das wird mir in Bossfights auf jeden Fall extrem helfen. Momo, du bist gerade
ganz weit nach oben geklettert in meinem Sinnhaftigkeitsranking, nenne ich es mal. Vor allen Dingen für Bosse. Wir haben auf euch gewartet. Es gibt so... lernt sie jetzt noch was? Ach nee. Okay, jetzt komme ich hier in dieses Menü. Aber egal. Dieser Kriegsruf oder was auch immer das hieß, das war für mich jetzt der Jackpot. Und vielleicht ist dieser komische Hieb, also das, was wir als zweites gelernt haben, auch geil. Aber das glaube ich nicht, weil sie zuletzt wenig auf physischen Angriff gegangen ist mit ihren Level-Ups. Da sind andere ihr ein bisschen voraus. Aber alles, was sie als Buffer und als Healer verstärkt, das spielt mir gerade sehr in die Karten. Und vor allen Dingen, dass sie den Angriff jetzt boostet. Das ist doppelt und dreifach geil. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich will nämlich jetzt in den Downer-Hügel als nächstes. Wie komme ich denn da am schnellsten hin? Ich weiß gar nicht, bei Banyan? Da hatte ich, glaube ich, schon alles gelernt, oder? Ich glaube, da gibt es nichts mehr. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber mit den, ich sag mal, mit den physischen Angreifern arbeite ich auch selten bis gar nicht mit irgendwelchen Sachen. Also ich glaube, Rio hat bei ihm auf jeden Fall ausgelernt. Und da war jetzt nichts, wo ich sagen würde, ey, das brauchen alle anderen auch unbedingt. Aber ich will auf jeden Fall auch jetzt, wo wir auch bei Yggdrasil gewesen sind, ich will auf jeden Fall Nina noch den anderen Meister geben, aber vorher mit ihr auch bei Mygas noch vorbeischauen. Wobei, da müsste ich ja erstmal ins McNeil-Dorf erstmal. Ich kann halt mit diesen Beschreibungen hier nichts anfangen. Also mit den meisten nicht. Ich glaube, Irallien war... Ach, guck mal, hier komme ich auch direkt in die Dauna-Region. Ja, dann ist das vielleicht gar nicht so kompliziert. Ich glaube, das hier müsste die Ecke sein, wo wir beim McNeil-Dorf rauskommen. Das wäre schön. Ich bin gerade voll begeistert von dem, was Momo gelernt hat. Das war eine sehr gute Idee, sich dafür die Zeit zu nehmen. Auch wenn es ein bisschen spät kommt, aber egal. Prost. So, ich habe gerade gar keine Ahnung, wo wir hier sind. Doch, die Hütte kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ich glaube, spätestens hier auf der Oberwelt kommt die Vertrautheit auch wieder zurück. Nee, noch nicht. Warte, wo ist... Ah, da oben ist das McNeil-Dorf. Doch, jetzt weiß ich, wo ich zu Hause bin. So, okay. Dann, genau, dann ist hier nämlich Mygas, aber, warte mal, lass mich kurz überlegen, welche Taste die richtige ist, damit ich nicht wieder aus Versehen jetzt ins Camp gehe oder so. Dann werden wir jetzt nämlich einmal Nina reinholen. Ich glaube, sie hatte bei Mygas auch schon ausgelernt, aber ich bin mir nicht sicher. Und da ich wahrscheinlich nie wieder zu ihm als Meister zurückkehren werde, einfach weil die Werte nicht so gut sind, ist das jetzt vermutlich der letzte Besuch. Ich habe mir auch noch mal im Camp die Zahlen von Days angeguckt und die waren aber nicht besser als die von Initai. Nina, du verdienst eine Belohnung, so gebe ich dir dies. Nina lernte, was ganz Neues, Zauberball vermutlich. Möchte noch jemand bei mir lernen? Nö. Ich will es nicht glauben, aber willst du aufhören? Nee. Lebe wohl. Komm wieder, wenn du stärker geworden bist. Wenn du... Oh, wie viel der labert. Ja, ja, das haben wir schon verstanden. Der ist auf jeden Fall redseliger als die Fee. Als die Momo-Fee, nenne ich sie mal. So, liebe Nina, was hast du da gerade gelernt? Lass uns an deinem Wissen teilhaben. Zauberball. Ich hoffe, das ist was aus dieser Ecke. Nee, ist es leider nicht. Oder übersehe ich das hier? Nee. Schon wieder eine Fähigkeit. Ich glaube, das, was du von den Meistern lernst, ist alles bei den Fähigkeiten eingeordnet, ne? Ich glaube, da war mal was. Das wird nie hier auftauchen. Mit Zauberball angreifen. Das ist nicht sehr präzise. Welches Element? Ist es elementneutral? Ist es stark? Ist es eher nicht so stark? Ich meine, da steht nicht mächtiger Zauber. Deswegen ist das wahrscheinlich nur... weiß ich nicht... Nur eine Tomate, die du auf den Gegner schmeißt. Oh, wir kriegen noch eine Belohnung. Sehr gut. Typhoon, das kennen wir schon. Das haben wir jetzt auch zweimal. Das ist jetzt wie mit Frost, ne? Ich habe das jetzt in zwei Kategorien quasi eingeordnet. So, ich mache hier mal immer kleine Cuts, weil der echt immer sehr lange labert. Willkommen daheim, meine Schüler. Möchte noch jemand bei mir lernen? Okay, ich glaube, das war's.
Es kann natürlich sein, dass wenn ich jetzt Mygas den Rücken kehre, dass ich mir einen richtig guten Zauber, den er vielleicht ganz am Ende ihr beibringen würde, dass ich den dadurch halt nicht bekomme. Aber das weiß man nicht. Ne? Also in neueren JRPGs hast du, wenn du irgendwie so Lerneffekte erzielst, manchmal so eine Auflistung auch, wo du zumindest erkennen kannst, und man könnte das ja zumindest mit Fragezeichen kenntlich machen. Mich interessiert ja gar nicht, was man als nächstes lernt, sondern ob man überhaupt noch was von ihm lernen kann. Aber das werde ich jetzt nicht erfahren, und ich werde ihren Stats zuliebe jetzt den Meister auch nochmal wechseln. Und ja, einfach mal gucken. Ich meine, Nina wird jetzt hier, dadurch, dass ich jetzt zuletzt so ein bisschen offscreen wieder gelevelt habe, wird sie jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so viele Stufenaufstiege generieren. Aber man kann die Zeit, die noch bleibt, ja mit der einen oder anderen Optimierung noch nutzen. Und außerdem finde ich das gerade ganz interessant, auch die alten Gebiete nochmal zu besuchen, weil mir das wieder ein bisschen vor Augen führt, wo welcher Meister ist, was so ein bisschen der Background war. Und ich muss sagen, ich vermisse die alten Gebiete auch ein bisschen. Hä, wo bin ich denn jetzt? Ach, ich bin blöde, ich habe schon wieder vergessen. Ach nee, ich konnte bei meiner letzten Position gar nicht meinen Zielort bestimmen. Aber jetzt geht das wieder. So, und das ist jetzt die letzte Ecke, die wir ansteuern. Ich glaube, Banyan besuche ich nicht nochmal. Weil ich mich dunkel daran erinnere, dass ihr mir auch geschrieben hattet, dass wir da durch sind. Und weil ich auch nicht glaube, dass ich das unbedingt brauche. Also ich habe drei Leute, Gar, Ray und Rio, die bei ihm gerade in Ausbildung sind. Und ich glaube, das Beste, was er uns beigebracht hatte bisher, war der Doppelschlag gewesen. Ich weiß gerade aber nicht mehr, ob Gar und Rio den können. Ich weiß aber auch nicht, ob die den unbedingt brauchen. Wobei, für Gar wäre der ganz interessant, auch wenn der nicht viele MP hat. Aber kostet ja halt auch nicht allzu viel. Ja, vielleicht besuchen wir Banyan doch gleich nochmal. Ich muss mal gucken. Warte mal. Hier. Hier war das genau. Ich dachte gerade, hier würde ich zurück zur Stadt kommen, aber die war ja links von hier. So, und hier? Hä, nee, ich bin wieder in der Stadt zurück. Ich bin gerade voll irritiert. Weil ich habe mir, bevor ich hier den Part begonnen habe, kurz ein Video angeguckt, wo ich hinlaufen muss. Und ich dachte, das wäre jetzt so eine einzelne... Ach, ich bin gerade voll im Kreis gelaufen, ne? Hier ist er nämlich. Lange nicht gesehen. Gibt es noch jemand, der etwas Magie lernen möchte? Yes. So, nimm bitte einmal die gute Nina unter deine Fittiche. Dann berufe ich Nina zu meinem Schüler. Gibt es noch jemanden, der bei mir studieren möchte? Nee. Vielleicht ein anderes Mal, ja? Ja, vielleicht. So. Gut. Dann bin ich aber mit den Sachen durch, die ich mir vor... Oh, nee, Banyan wollten wir ja noch besuchen. Ah, ich weiß nicht, ich bin so hin und her gerissen. Soll ich nicht? Ich wette, das ist schon wieder umsonst und dann gehen wieder 10 Minuten dafür drauf, weil der Weg so umständlich ist. Wobei, ihr hattet mir, das ist auch schon wieder ewig lange her, mal einen anderen Zugang in diesen Zedernwald oder wie der heißt, nahegelegt. Wo ich dann so ein bisschen von hinten auf die Hütte zulaufen kann. So, ich muss jetzt erstmal rausfinden. Achso, nee, Banyan war ja unkompliziert. Das war ja Irallien. Ich weiß nur nicht, wie ich jemals wieder zurückkommen soll. Junge, 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 ich weiß nicht mehr, wie der Punkt heißt, der mich wieder zurück in dieses Lagerhaus bringt. Aber auch das werden wir heute noch schaffen, denke ich mal. Es sei denn, ich brauche jetzt 10.000 Jahre, um Banyan zu erreichen, aber darauf wird es nicht hinauslaufen. Ich muss nur gleich meine richtigen Jungs nochmal ins Team holen. Und dann gucken wir, dass ich vielleicht auch den kürzesten Weg laufe. Und wenn die jetzt aber nichts lernen, dann ist das für mich die klare Gewissheit, dass da von denen auch nichts mehr kommt. Es sei denn, ich lese in den Kommentaren vom Gegenteil, hier diesen Weg meintet ihr, glaube ich, ne? So, warte mal, ich muss noch einmal, um auf Nummer sicher zu gehen und vor allen Dingen um Zeit zu sparen, meine Leute hier nochmal anpassen. So.
Das ist jetzt auch mein Hauptteam, ne? Fällt mir gerade auf. Das ist gerade Zufall, dass ich jetzt mit der Gruppe weitermache, die alle bei Banyan in Ausbildung sind. Würde es dann nicht theoretisch auch Sinn ergeben, den Meister für alle drei dann zu wechseln? Ich meine, die Statuserhöhungen, die sind immer noch für mich der größte Anreiz, warum ich den einen oder den anderen Meister bevorzuge. Aber ihr praised immer so die Fähigkeiten, die man von manchen Meistern bekommt. Und ich wette, da gibt es auch einige, die tatsächlich lohnenswert und Game-Changer-mäßig einen unterstützen können. Aber ich glaube, der Zug ist für mich abgefahren. Deswegen will ich da gar nicht so viel investieren. Aber für meine drei Jungs von der Tanke nehme ich gerne Tipps entgegen, zu welchem Meister oder bei welchem Meister es sich noch lohnen würde. Auch wenn ich wahrscheinlich einige noch gar nicht aktiviert habe. Ach, guck mal, es war nicht umsonst. Oh, Rio, du hast große Fortschritte gemacht. Ich denke, du bist bereit für eine neue Lektion. Rio lernte Supercom. Was ist das? Kommunikation? Superkomet? Du hast große Fortschritte gemacht. Ich denke, du bist bereit für eine neue Lektion. Warum bringt der mir jetzt alles hinter... Ach nee, der ist jetzt bei Ray. Okay. Will noch jemand etwas von mir lernen? Nee. Du meinst, du hast genug von mir gelernt? Ja. Hä? Geh nun und komm zurück, wenn du deine Lektion gelernt hast. Ey, war dieses Schlitzen nicht voll gut? Das hat mich doch immer übelst gestresst, als der Gegner das auf uns angewendet hat. Aber warte mal, das war nicht das, was er gelernt hat. Jetzt erstmal eins nach dem anderen. Und ins richtige Menü sollte man vielleicht auch reingehen. Also, super kommen. Das ist relativ teuer. Angriff bei einem Ziel, Taste. Ich verstehe nur Bahnhof. Was willst du mir sagen? Muss ich irgendwie auf eine Taste hämmern? So ganz schnell hintereinander, um mehr Schaden rauszukriegen oder was? Verstehe ich noch nicht so ganz. Und hier haben wir Schlitzen. Fataler Angriff. Mindestens Max-SP? Was? Verstehe ich nicht. Aber ich glaube, Schlitzen war, wenn das auf uns angewendet wurde, hat das immer irgendwie noch ein SP übrig gelassen oder so. War das nicht so? Oh, du bist zurück, hast da hart gearbeitet. Will noch jemand etwas von mir lernen? Okay, das heißt, hier kommt jetzt nichts Neues mehr. Was ist, wenn ich jetzt Nein nehme? Dann komme ich direkt raus. Es ergibt so gar keinen Sinn mit den Antworten hier, also so wie die Frage auch gestellt ist. So, ich rede jetzt nochmal, auch wenn das nichts bringen wird, mit Ray. Mit ihm, wir haben ja gerade schon gesehen, dass man auch über Kreuz lernen kann, weil Rio hat mit ihm gesprochen und Ray hat was gelernt. Okay, aber es war nicht umsonst. Man muss auch die kleinen Erfolge feiern. Es war, sogar sehr ergiebig, würde ich sagen. Aber bei Momo freue ich mich tatsächlich am meisten, weil dieser Angriffsboost einfach so universell hilfreich ist. Egal, wer gerade im Team ist, egal, welchen Gegner wir vor der Nase haben, es wird einfach immer nützlich sein. Vor allen Dingen, wenn gerade keiner geheilt werden muss und ich nicht weiß, was ich mit Momo anstellen soll. Einzige Ausnahme wäre natürlich ein Gegner, der gegen physische Angriffe immun ist, aber sowas hatten wir bisher Gott sei Dank noch nicht und ich hoffe, das bleibt auch so. So. Okay, jetzt lautet die größte Herausforderung erstmal, wie zur Hölle komme ich wieder zurück? Ich glaube, das war Relais.A gewesen. Kann das sein? A oder B? Ich tendiere zu A. Aber ich bin mir nicht mal sicher. Deswegen wird das jetzt auf ein bisschen rumexperimentieren hinauslaufen. Aber dann, wenn wir dann angekommen sind, dann geht es schnurstracks weiter voran. Muss dann nur gucken. Ich glaube, geheilt sind meine Leute noch, oder? Oder habe ich jetzt irgendwas verloren? Gar verliert halt jede Runde was, aber das ist okay. So. Ich bin jetzt in... Warte mal, ich muss mal kurz vor die Tür gehen. Ist das die Windia-Burg? Ja, das ist die Windia-Burg. Okay, inzwischen erkenne ich den Raum auch so ein bisschen. Und jetzt Relais.B. Und ich gehe wieder zu A. Nee, das muss richtig sein. Bei aller anderen Orte
kann ich ausschließen. Insofern werden wir heute vielleicht doch noch ein ganz kleines bisschen unseren Hauptweg weiter voranschreiten können oder begehen können. Wobei ich habe auch Bock, nochmal dem Magier zu begegnen. Hier sind wir auf jeden Fall noch nicht richtig, aber Ziel eingeben. Tja, das ist jetzt die große Frage. Containerhof? Ich meine, der Raum, wo wir uns hier hingeportet haben, da standen mehrere Container. Ich hätte das jetzt eher als Lagerhalle oder sowas klassifiziert, aber läuft ja aufs Gleiche hinaus. Ja, ich bin richtig. Das erkenne ich doch. Hier haben wir doch damals das Strahlengel Gen mitgenommen. Gel hätte ich fast gesagt. Aus Versehen. So, Herr Magier, möchten Sie sich nochmal blicken lassen? Auch wenn ich ein bisschen Angst habe, weil ich nicht gespeichert habe. Nee, da ist er noch nicht. Aber den nehmen wir einmal mit. Das sind nämlich leicht verdiente Experience Points. Und ganz ehrlich, das geht am Ende des Tages schneller, als wenn einmal der Fluchtversuch scheitert und der dann an die Reihe kommt und alles und überhaupt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf den Magier nochmal hinarbeiten soll. Der ist bestimmt voll der Jackpot-Gegner, aber ich weiß auch nicht, wie ich den hätte plätten können. Der ist aber auf jeden Fall echt perfekt, um sich ein bisschen mit den Dings auszuprobieren, mit den verschiedenen Gen-Kombinationen und so. Und ja, weiß ich nicht. Vielleicht setze ich mich da offscreen nochmal ran. Ach, übrigens, Leute, das Wichtigste habe ich euch ja noch gar nicht erzählt. Ich war mal eben schnell speichern. Ihr wisst ja, ich hatte euch ja eingangs gesagt, dass ich den Gu-König schon besiegt habe, aber ich habe euch gar nicht gesagt, was der für Stats letzten Endes abgeworfen hat, beziehungsweise wie rentabel der eigentlich war. Warte mal, ich habe gerade in einer Hand meinen Notizzettel. Also, der hat einem 1000 Zenny gegeben und 5000 EP. Ja, aber der war trotzdem schwer zu bekämpfen, weil er halt oft flieht. Man hat es ja gesehen. Und weil der unfassbar viel aushält und ohne die... Ich muss gerade kurz überlegen, wo ich eigentlich hin muss. Und ohne die Verwandlung in diese Form, die ich mir da jetzt auch abgespeichert hatte, in die ich mich jetzt auch nochmal verwandelt habe heute, weiß ich nicht, ob ich das im Normalzustand hinbekommen würde. Also in einer Runde ist er auf jeden Fall nicht down, wenn jeder standardmäßig einmal angreift. Ich will eine Sache noch mal kurz checken. Hatten wir nicht für gar hier in dem Gebiet auch den Drachenspeer? Achso, der ist schwächer als das, was er jetzt hat. Ich meine, das hat den Drachentöter-Skill on top, aber Junge, das hier ist heftig. Zerrt Leben. Also klar, dadurch verliert er halt auch pro Runde, aber aktuell entschädigt der Schaden, den er dafür austeilt, dafür komplett. Deswegen halte ich an dieser Waffe auch erstmal fest. So, was ich jetzt natürlich nicht mehr auf dem Schirm habe, ist, ob meine Verbrauchs-Items und so, ob es da noch gut aussieht, keine Ahnung. Aber ich werde jetzt dafür auch nicht nochmal zurückgehen. Wir werden es spätestens im nächsten Kampf, wo ich mich wieder ein bisschen mit dem Zeug heilen muss, werden wir es ja sehen. Und ich weiß, ich hatte, als wir beim letzten Mal hier versucht haben, weiterzukommen, massive Orientierungsprobleme bei den ganzen Containern, wo wir kuriose Gegnergruppen teilweise schon bekämpft haben. Und ich glaube, das waren aber einmalige Kämpfe. Was ist das denn, ey? Nee, das ist mir viel zu anstrengend. Ich bin Kämpfen nicht abgeneigt, aber nicht so. Also entweder ich nehme das als Kanonenfutter im Vorbeigehen mit, aber jetzt hier 5 Minuten an einem Kampf rumkloppen, das ist mir definitiv zu langwierig. Ich muss gerade nur wieder überlegen, wo ich jetzt eigentlich hin muss. Hier war der richtige Weg, oder? Schon wieder zu lange her. Eine Woche habe ich jetzt ungefähr pausiert. Ich glaube, das war sogar knapp über eine Woche, weil ich beim letzten Mal sehr viel für meine Verhältnisse aufgezeichnet habe. Plus da noch diese Level-Session offscreen hinterher geschoben habe. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich mich jetzt hier an den richtigen Weg erinnere. Ich weiß nur, dass ich hier alle... Ja, hallo. Alle Routen schon mal abgelaufen bin. Das ist
eigentlich im Rahmen des Machbaren. Und die werfen eigentlich auch ganz gut Erfahrungspunkte ab. Ich versuch's jetzt einfach mal, auch wenn es mit Risiken verbunden ist. Okay, er schafft einen alleine, das ist gut. Und jetzt bei Dings bin ich mir nicht mehr sicher. Boah, es liegt alles schon viel zu lange her, als dass ich einschätzen könnte, wie gefährlich die einzelnen Angriffe sind. Oh, es hat ganz knapp nicht gereicht. Schade. So, dann lassen wir Ray ihn angreifen. Ach nee, Moment, wir müssen das... Wobei, schafft Ray den alleine? Den schafft er alleine, oder? Wobei, nee. Irgendwie kommen gerade komische Geräusche von draußen. Warte mal, ich muss mal kurz das Fenster zumachen, das stresst nicht. Hunde können von mir aus bellen, wie sie wollen. Aber wenn Menschen anfangen, irgendwie draußen rumzubrüllen oder rumzupöbeln, da kriege ich Plack. So, also, Ray sollte ich hier einmal angreifen. Und ja, genau, obwohl, nee. Im Moment, das bringt alles nichts. Ray muss nämlich Ryu heilen, damit Ryu wieder handlungsfähig ist. Ja, wobei, ich glaube, Ryu, ich kann dem, glaube ich, gerade gar keinen Befehl erteilen. Nee, das heißt, er könnte in der nächsten Runde eh nicht agieren. Dann kann genauso gut Gar ihn von seinem Wehwehchen befreien. Okay, das hat funktioniert. Das war mir wichtig, weil dieser Nebelmann, der kann uns zumindest nicht down kriegen. Der ist nicht stark genug. Es sei denn, ich versäume das jetzt in x Runden zu heilen. Aber der ist eigentlich relativ ungefährlich. Und bei den Nebelmännern bin ich immer durchaus motiviert, weil ich von denen diese Nebelrüstung, Panzer, was auch immer bekommen kann. Das, was Ryu halt gerade trägt. Und wer weiß, vielleicht kann das irgendjemand anderem aus der Truppe hier noch gute Dienste erweisen. 2700, ja mega. Hat jetzt zwar ein bisschen gedauert, aber ich habe jetzt auch durch die Pause, war ich jetzt abgelenkt und so. Beim nächsten Mal weiß ich wieder, was ich zu tun habe hier. So, dann können wir auch gleich mal unsere Dings checken. Ah, guck mal, alles auf 99 hochgekauft. Ey, ich war beim letzten Mal schon wieder fleißig und habe das schon wieder so halb vergessen. Okay, aber ich gebe dir mal nochmal ein Vitamin und dann ist gut. Wie hieß denn nochmal? Multivitamin war das stärkere. Das konnte ich hier in der Stadt aber nicht kaufen. Das konnte ich aber schon mal irgendwo kaufen. Ich weiß nur nicht mehr, wo. Kriegt jemand von euch noch den Ort zusammen? Auf jeden Fall ist das gerade ein bisschen beunruhigend. Ich dachte nämlich, wenn einmal ein Händler das im Sortiment mit aufnimmt, dann kannst du das bis zum Ende des Spiels bei jedem anderen Händler auch irgendwie noch erwerben. Aber das gilt nicht für das Multivitamin. Das gibt es scheinbar nur exklusiv in einem bestimmten Laden. Man müsste jetzt gedanklich nochmal die letzten Orte durchgehen. Aber das kriege ich nicht mehr zusammen. In der, doch, in dem Kombinat. Kann es sein, dass man das dort kaufen konnte? Als wir seinerzeit gestrandet sind, da könnte ich es mir noch vorstellen. Aber keine Ahnung, wann ich da das nächste Mal hinreise. Ich glaube, das Kombinat hatte nicht mal irgendwie einen Teleporter-Spot oder so. Aber sicher bin ich mir nicht. So. Ich brauche jetzt irgendeine Strategie, damit ich mich halbwegs orientieren kann. Und ich würde sagen, wir laufen erstmal immer den linkesten Weg ab und gucken mal, wie weit wir damit kommen. Und dann fange ich irgendwann mal an, die rechten Routen abzulaufen und dann gucken wir irgendwie, ob ich in der Mitte noch was übersehen habe. Aber so fühlt sich das gerade irgendwie am richtigsten an. Ich weiß nicht, ob wir hier jemals durchgelaufen sind. Aber ich stelle mich darauf ein, dass jeden Augenblick der nächste Kampf kommt. Die waren... Sind das Balio und Sunda? Hä? Warum ist denn das... Achso, ich muss jetzt drücken, oder was? Das sind... Oh mein Gott, wie geil die sind. Das sind deren... Keine Ahnung, Brüder. Oder was auch immer. Die haben auf jeden Fall alle so sehr unindividuelle Namen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel soll ich hier investieren? Gehe ich jetzt das Risiko ein? Ich glaube, ich gehe das Risiko ein. Weil ich habe ja vorher gespeichert, bevor ich hier aufgebrochen bin. Ich werde mich aber, glaube ich, nicht verwandeln. So, du greifst einmal den an. Und du greifst...
glaube ich, auch nochmal den gleichen an, oder? Das ist Kyrie nochmal. Untote vernichten. Sofort Tod nach Schlag. Feuersturm. Ach Quatsch, ey. Ich experimentiere jetzt hier nicht. Der hat nicht umsonst die Waffe angelegt, mit der er in jeder Runde Schaden frisst. Gerade weil sein physischer Damage seine größte Stärke ist. Ich habe nur bei denen ein bisschen die Befürchtung, dass vielleicht einer gegen Magie empfindlich sein könnte, einer gegen Zauber und der dritte gegen, keine Ahnung was. Okay, normale Angriffe machen aber guten Damage. Nein! Genau auf so einen Mist hatte ich spekuliert. Mache ich jetzt gar keinen Schaden mehr? Boah, jetzt ballern die dem alle die Barriere rauf, ey. Und die stackt wahrscheinlich auch noch. Ja, natürlich. Okay. Dann suche ich mir in der nächsten Runde halt ein anderes Ziel aus. Wie lange hält denn der Effekt an? Aber der Schaden, der ist eigentlich immer noch ganz okay. Soll ich mich vielleicht doch verwandeln? Ich weiß halt nicht, wie viel Damage die austeilen, dadurch, dass sie jetzt ja alle mal mit ihrer popligen Barriere um die Ecke kommen. Ich habe gerade so Angst vor Ray. Nein! Oh, shit! Wer war denn das gerade? Irgendjemand hat den gerade geheilt. Und ich glaube, dass das Ryo war. Ja, das muss Ryo gewesen sein. Der hat nämlich Feuer absorbiert. Der wird Feuer auf seiner Waffe haben. Okay, ich muss jetzt aufpassen, wen ich mit wem angreife. Es ist natürlich blöd, dass ich keinen richtigen Heiler bei mir im Team habe. Okay, Ryo geht auf den. Und Gar, ich muss halt die Reihen jetzt dezimieren. Ich gehe jetzt hier ein bisschen auf Risiko. Ich bin am Überlegen, ob Gar auch den hier angreifen soll. Oh, das ist alles gerade ein bisschen bitter, dass er den einfach hochgeheilt hat. Ich gehe jetzt auch auf den. Oberste Priorität hat, dass es weniger werden. Oh shit, okay, nee, die halten ein bisschen zu viel aus. Ich werde Ryo jetzt in der nächsten Runde verwandeln. Wenn wir die Chance noch bekommen, bitte gar nicht sterben. Bitte gar, überlebt diesen Feuersturm, bitte. Er lebt noch, sehr gut. Gar ist halt einfach eine Maschine. Auch wenn, ja, okay, er hat es noch überlebt, aber er könnte jetzt in der nächsten Runde auf natürlichem Wege abnippeln. Wegen dem, was auf seiner Waffe liegt. Okay. Wir haben eventuell ein Problem. Aber dieses Problem wird vielleicht diese Verwandlung lösen. Ich weiß es nicht. Und gar, auch wenn ich mir die Multivitamine jetzt eigentlich aufheben wollte. Du musst dich jetzt unbedingt heilen. Ich glaube aber, der wird vorher sterben. Weil der kommt als allerletzter hier in der Runde ran und... Eigentlich hätte Ryo den hochheilen müssen. Eigentlich habe ich das selber verkackt, weil ich hätte mit der Verwandlung bis zur nächsten Runde warten müssen. Boah, ist das gerade bitter, ey. Weil so werde ich nicht weitermachen. Das wird wieder auf einen taktischen Rückzug hinauslaufen. Ach so. Moment. Nee, ich dachte gerade, er fängt vielleicht alle Angriffe ab. Warum hat Gar jetzt gerade keinen Schaden davon getragen? Nein, er steht nicht wieder auf. Ein kleines Ründchen hätte er noch überleben müssen. Mann, ey, ich bin jetzt traurig. Kann ich flüchten? Nee. Kann ich bitte einfach nochmal neu starten? Ist gerade alles nur frustrierend. Jetzt kann ich mit Ray auch nichts machen. Warum ist denn Ray jetzt gestorben? Hatte der auch so wenig Energie? Oder hing das jetzt mit seiner Verwandlung zusammen? Ich habe keine Ahnung. Kommt man aus diesen Kämpfen jetzt hier nicht raus? Okay. Das ist schon wieder eine Scheiße vor dem Herrn, Alter. Dass man hier aus diesem Kampf einfach nicht flüchten kann. Und dann absorbiert Ryo auch ständig irgendwie so einen kleinen Pille-Palle-Drecksanteil und stirbt hier auch einfach nicht. Boah, ey, regt mich das hier gerade alles schon wieder auf. Das ist so kompliziert gemacht, wird einfach aus so einem dreckigen Kampf auszusteigen, Mann.
Dann versuche ich die jetzt alle wieder zu beleben und mich jetzt hier irgendwie noch durchzuwursteln. Ich habe mich jetzt auch nochmal rückverwandelt, ohne nochmal anzugreifen. Das ist alles schon wieder ohne Worte. Ja, Ammoniak. Erstmal 10 Jahre suchen. So, wen holen wir zuerst zurück? Holen wir mal Gar. Ja, ich glaube, wir werden heute auch nicht viel mehr machen, außer uns mit den drei Gestalten zu befassen. Der Kampf ist ja prinzipiell gar nicht so schlimm. Es ist nur so unnötig, dass die Speichermöglichkeiten so rar gesät sind, dass die Fluchtoptionen hier teilweise so umständlich sind und dass du nicht einfach einen Neustart initiieren kannst, indem du, keine Ahnung, Start drückst oder was auch immer. Früher hätte man die Konsole einfach ausgeschaltet. Okay, ich spekuliere jetzt drauf, dass wir ihn vielleicht doch... Ja, jetzt tötet er den natürlich. Ich spekuliere drauf, dass Rio jetzt einfach stirbt. Bitte stirb einfach. Jetzt wird er wieder hochgeheilt. Ist das alles belastend, ey. Ich finde keine Worte. Ich mache jetzt nochmal Ammoniak. Nächsten Ammoniak-Versuch. Diesmal bei Ray. Vielleicht bewirkt das was. Vielleicht auch nicht. Je nachdem, wie viele Erfahrungspunkte die geben, wäre es eigentlich auch ganz geil, wenn Ray und Gar den jetzt hier aus dem Weg räumen würden. Aber die verrecken halt immer sofort, wenn ich die versuche zurückzuholen. Ey, was eine Lebenszeitverschwendung, ey. Gucken wir jetzt mehr wen. Ach ja, stimmt, den durfte ich ja gar nicht angreifen. Okay, dann. Das wird heute nichts mehr Konstruktives geben. Partei wurde vernichtet. Glückwunsch. Schön. Da haben wir den Game Over Screen nochmal. Gibt nichts Schöneres. Endlich mal wieder. Weil die Rahmenbedingungen auch gerade so cool waren. Egal. Beim nächsten Mal schaffen wir es. Jetzt weiß ich ja, was auf mich zukommt. Weißt du, einfach ein Speicherpünktchen vor den Containern und alles wäre gut. Aber jetzt darfst du erstmal nochmal 10 Jahre durch die Pampa hoppeln hier. So, auch wenn die Folge heute Überlänge haben sollte, weil ich bin jetzt schon bei über einer Stunde, das ist mir egal. Ich will diese räudigen Kackbratzen hier heute noch tot haben, sonst will ich den Part nicht beenden. Und ich hatte jetzt unterwegs nicht so viel Glück mit den Gegnern, also wie jetzt, als ihr noch mit dabei wart, weil aus einem bin ich geflüchtet, weil da dieser komische Vampir-Typi wieder war, der mir zu heikel ist. Und die anderen waren jetzt nicht so ergiebig wie das, was wir gemeinsam gesehen haben. Das heißt, wir sind jetzt ein bisschen weiter von den nächsten Level-Ups entfernt, als das vorher der Fall gewesen ist. So, ich gehe jetzt mal wieder auf die Probe 100. Wobei es vielleicht auch sinnvoll wäre, jetzt für die erste Angriffsrunde mal alle auf den hinteren zu schicken. Da weiß ich allerdings nicht, ob der nicht auch wieder irgendwas absorbiert. Nicht, dass der hintere vielleicht gegen physische Angriffe immun ist oder so. Das wäre nicht so geil, aber ich baue jetzt hier auf den Drachengott. Und ich hoffe hier vielleicht in dem Gebiet wieder auf irgendeine Übernachtungsmöglichkeit zwischen den Containern. Das wäre cool. Oh, jetzt kommen die wieder mit dem Rotz um die Ecke. Machen die das immer? Immer auf den Weißen? Oder würden die manchmal auch Barrieren bauen, um andere, wenn nicht zuerst andere angegriffen hätte? Da bin ich mir halt noch nicht so sicher. Deswegen war es taktisch vielleicht nicht so klug, auf den zu gehen. Aber wir werden sehen. Prost. Ja, Gar haut daneben. Das sind genau die Rachefeldzüge, die jeder liebt, wirklich. Danke, Gar, für deinen Fokus und deine Konzentration. Einfach wieder dem großen Vorbild Momo nachgeeifert. So, ich werde jetzt trotzdem hier alles in eine Waagschale werfen. Warte mal, hat Aura? Heiliger Angriff gegen ein Ziel. Würde der das ja auch absorbieren? Ich weiß es nicht. Wisst ihr was? Ich mache jetzt mal was ganz Kurioses. Wie gerade eben schon gedanklich geliebäugelt. Ich gehe einfach mal auf den hinteren. Ja, der sich da nämlich sehr sicher fühlt in der hinterletzten Ecke. Und dem werden wir hier heute mal ein bisschen, also was heißt heute, jetzt hier in dieser Runde, mal ein bisschen Aufmerksamkeit widmen. Ich soll nämlich gar nicht glauben, dass den keiner auf der Uhr hat.
Ja, das war nicht die allerklügste taktische Entscheidung, mein lieber Ray. Ich habe halt beim letzten Kampf nicht so ganz genau drauf geachtet, warum er draufgegangen ist. Ich muss auch rechtzeitig anfangen mit Heilen und dafür kommt nur gar in Frage, zumindest solange Ryu noch in seinem Verwandlungsmodus ist. Aber mit dem Schadensoutput sollte es nicht mehr allzu lange dauern. So, Gar wird jetzt nochmal angreifen und ab der nächsten Runde geht es dann bei ihm mit der Heilung los. Ich hoffe, dass der jetzt hinüber ist. Das ist er sehr gut. So habe ich mir das vorgestellt. Jetzt gehen wir nämlich alle auf den Weißen, weil ich mir auch nicht sicher bin, ob Ryu dem Roten überhaupt Schaden zufügen kann. Aber auch das werden wir wahrscheinlich noch herausfinden. Und das stecken wir gerade schadensmäßig ganz gut weg. Ich habe nur Angst, dass Ray irgendwann konfus wird und seine eigenen Leute wieder angreift. Das ist bei dem Schadensoutput, den er mitbringt, eher nicht so lustig, gelinde gesagt. So, dann bekommst du nochmal Aura ab und Gar wird jetzt, wie geplant, erstmal Ray ein bisschen hochheilen. Ich kann ja nichts unternehmen, um Ray jetzt wieder aus seiner Verwandlung zurückzuholen. Ne? Ich muss jetzt bis zum bitteren Ende ausharren, aber noch spielt er mit. Jetzt bin ich gleich sehr gespannt, was Ryus Angriff jetzt ergeben wird. Also wenn ich Pech habe, heile ich den jetzt komplett wieder hoch, aber ich bleibe jetzt einfach mal positiv. Weil er greift ja theoretisch und praktisch nicht mit seiner Waffe an, die er normalerweise in Händen hält, sondern schon mit irgendwas Übernatürlichem. Boah, ich glaube, ich lasse Gar jetzt auch angreifen. Werfen wir mal alles in eine Waagschale und gucken, was draus wird. Jawohl! Geil. Also wenn Ray jetzt auch nochmal attackiert, perfekt. Jetzt habe ich zwar all meine MP verballert, aber wenigstens habe ich die Rache, die mir so wichtig war, weil so hätte ich nicht aus dieser Folge aussteigen wollen. Und das ist schon ganz gut. Ganz gut so. Dann kann ich jetzt nämlich meine Leute nochmal aufpäppeln und dann werden wir ja beim nächsten Mal hier in dem Raum dann weitermachen. Ich habe natürlich jetzt ein riesiges Problem, wenn ich für den nächsten Kampf auch eine Verwandlung brauche. Also es könnte komplett nach hinten losgehen, weil ich jetzt nicht nochmal den ganzen Weg zurückgehen werde zum Speichern. Aber naja, umso spannender wird es dann beim nächsten Mal. Ihr Lieben, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!